In diesem Video erwarten euch wirklich spannende Mysterien in Minecraft und wir werden sie alle lösen. Nummer 1. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nicht alleine bist? Die Minecraft-Welt ist riesig, alles kann sich in der Dunkelheit verstecken. Gibt es etwas oder sogar jemanden, der uns beobachtet? Das ist auf jeden Fall der Mythos des Kreuzmondes. Spieler haben berichtet, dass sie geheimnisvolle Kreuze nicht nur in der Welt, sondern auch am Himmel gefunden haben. Obwohl ich anfangs nicht überzeugt war, dass es dieses Kreuz wirklich gibt, hat ein Spieler auf Reddit ein Beweisvideo aufgenommen, das zeigen soll, dass der Kreuzmond wirklich existiert. Die Frage ist nun, ob er überhaupt real ist. Bis jetzt läuft es nur hier herum. Außerdem befindet er sich in einer Höhle. Wie kann es da einen Mond geben? Man kann ihn doch nur im Freien in der Nacht sehen. Oh, ach so, jetzt geht er nach draußen. Gibt es hier etwas? Nein, oder? Doch! Ja, da ist der Mond! Der Kreuzmond! Der Kreuzmond, von dem die Spieler gesprochen haben! Oh, was war das? Der Bildschirm. Für einen Moment wohl alles weiß. Wie ein helles Licht. Das ist der Kreuzmond? Ist der echt? Was? Hä? Was ist hier los? Warum passiert das? Das Spiel ist abgestürzt! Okay, aber was genau war das? Warum hat der Mond das getan? War es echt oder gefaked? Okay. Wir müssen herausfinden, wie der Spieler das Video aufgenommen hat. Ich spiele ja schon seit Jahren Minecraft und habe das noch nie gesehen. Der Mond hat sich bei mir noch nie in einen Kreuzmond verwandelt. Aber das ist nicht das Einzige, was ich noch nie gesehen habe. Was ist denn mit den Blöcken? Sie sehen nicht so aus wie normalerweise, oder? Sind das die alten Minecraft-Texturen? Wenn ich mich nicht täusche, sollten sie das sein. Die Steintextur sieht heute anders aus. Genauso wie die anderen Blöcke. Dann wurde das sicher in einer alten Minecraft-Version aufgenommen. Ich habe mal etwas über die Texturen recherchiert und es gibt tatsächlich viele Versionen, in denen diese alten Texturen verwendet wurden. Aber welche genau müssen wir verwenden? Im Minecraft-Wiki gibt es auch einen Beitrag über den Mond und wenn wir ganz nach unten scrollen, kommen wir zur Versionsgeschichte aller Versionen. Die Version Beta 1.9 Pre-Release 4 war eine der ersten Versionen des Mondes. Dort wurde er so verändert, dass es 8 Mondphasen gibt und er nicht mehr eckig ist, sondern eine runde Form annimmt. Außerdem ging er nicht mehr im Norden, sondern im Osten auf. Abgesehen von ein paar kleinen Änderungen ist der Mond seitdem nicht mehr groß verändert worden. Vielleicht war die Version im Video also eine vor der Beta 1.9. Die Beta 1.8 müsste es also sein. Okay Leute, das hier ist die Beta 1.8 und die letzte Version, bevor der Mond geändert wurde. Und wir sind im Spiel. Aber es ist noch Tag, also melde ich mich später, sobald der Mond aufgegangen ist. Okay Leute, ich bin neugierig, von welcher Seite der Mond aufgeht. Normalerweise geht der Mond im Osten auf und im Westen unter, aber in dieser alten Version soll es tatsächlich anders gewesen sein. Der Mond sollte im Norden aufgehen und... Oh mein Gott, ja, das tut er. Aber jetzt aufgepasst, bereitet euch auf eine aufregende neue Expedition im Kosmos von Honkai Star Whale vor, präsentiert durch das brandneue Update 1.5. Dieses Update ist mehr als eine einfache Erweiterung. Es ist ein Universum voller spannender neuer Abenteuer, die auf euch warten. Mit dem 15. November erlebt ihr eine Erweiterung des Honkai Star Whale Universums, die euch mit fesselnden neuen Karten und faszinierenden Aktivitäten begeistern wird. Aber haltet euch fest, wir präsentieren euch nämlich zwei sensationelle 5-Sterne-Charaktere. Huohuo und Agenti, die euer Team verstärken werden. Zuerst lernen wir Huohuo kennen. Sie ist weit entfernt von einem gewöhnlichen Mädchen. Beachtet ihren auffälligen Schwanz, der fast zu leben scheint. Als Windtyp Unterstützungscharakter wird sie euer Team mit Gesundheits- und Energieverstärkungen unterstützen. Seid also schnell, denn sie ist nur vom 15. November bis zum 5. Dezember verfügbar. Und jetzt treffen wir auf Agenti, dem vornehmen Gentleman mit einem Sinn für Rittertugenden. Ausgestattet mit seinem Speer, der Roseneffekte erzeugt, bringt dieser physische Typcharakter Eleganz in jede Schlacht. Aber das war immer noch nicht alles. Freut euch auf die Vorstellung von Hanya, einem 4-Sterne physischen Typcharakter. Zusätzlich erwartet euch eine überraschende Schlacht im Express und die Erkundung einer brandneuen Karte, dem Füchsestrollgarten. Und lasst euch nicht entgehen, dass der beliebte Silverwolf zurückkehrt. Und jetzt kommt unser besonderes Geschenk für euch. Nutzt diesen Code hier, um 50 Stellariade zu erhalten und gemeinsam mit Huohuo und Agenti Spaß zu haben. Also, worauf wartet ihr noch? Holt euch jetzt Honkai Star Rail, gebt den Code ein und taucht ein in dieses kosmische Abenteuer. Aber vergesst nicht, das ist mehr als nur ein Spiel. Es ist ein Universum voller spannender Geschichten, Schlachten und Freundschaften. Dann sage ich mal bis gleich und wir sehen uns unter den Sternen. Er geht im Norden auf und wenn wir den F3-Bildschirm öffnen, sehen wir auch, dass die Zahlen der Z-Koordinaten sinken, was bedeutet, dass in dieser Richtung der Norden sein muss. Aber es ist ein Mond, ein ganz normaler Mond.
ohne Kreuz. Also, wo ist das Kreuz? Es sollte doch ein Kreuzmond sein, oder nicht? Im Beweisvideo war der Mond sogar in der Form eines Kreuzes. Oh, Moment, die Schnellzugriffsleiste und das Inventar. Es sieht ganz anders aus als in den aktuellen Versionen und der Spieler, der das Video aufgenommen hat, hatte nicht die alte Schnellzugriffsleiste, sondern ein neueres Inventar. Die Texturen im Video sind die gleichen wie die, die wir in der alten Version Beta 1.8 sehen können. Aber wie ist denn das möglich? Könnte es sein, dass es nicht funktioniert, weil wir nicht in dieser alten Version spielen dürfen? Geht es vielleicht nur um die alte Mondcode-Datei? Wir haben das ja schon mal mit dem Blood Enderman in einem der früheren Videos gemacht. Ist es also möglich, dass diese Methode funktioniert? Okay, wir müssen also die Code-Datei des Mondes in eine neue Version mit einem neuen Inventar, aber immer noch mit den alten Blöcken ziehen. Aber welche Version? Im Minecraft-Wiki steht, dass 1.12.2 die neueste Version mit den alten Minecraft-Texturen ist und das ist auch eine Version mit dem neuen Inventar. Wir müssen also die Welt mit dem Mond aus der Beta 1.8 in die 1.12.2 kopieren und zwar mit den Code-Dateien. Ich werde euch Bescheid geben, sobald ich die Dateien auf die neueste Version geändert habe und Minecraft neu gestartet wurde. Okay Leute, jetzt wird's spannend. Wir sind im Launcher und müssen nur noch die 1.12.2 Welt öffnen. Hier sollten wir nun diesen ganz speziellen Mond finden, der wie ein Kreuz aussieht. Okay, schon sind wir im Spiel und das ist die gleiche Welt wie vorher, mit dem Unterschied, dass das Inventar jetzt geändert wurde, aber die Textur der alten Blöcke ist immer noch im Spiel. Und Leute, schaut, der Mond sollte jetzt von einer anderen Richtung aufgehen als normalerweise. Tut er das auch? Na, passiert es? Oh ja, tatsächlich, ich kann schon etwas vom Mond sehen, da ist er. Oh nein, hä? Warum wird mein Bildschirm plötzlich ganz weiß? Was ist das denn? Was ist hier los? Ist das ein normaler, eckiger Mond oder ein Kreuzmond? Oh, warte, warte, warte. Ist das... Oh ja, Leute, das ist das Kreuz, der Mond. Das ist der Kreuzmond. Genau wie in dem Beweisvideo des Spielers. Es gibt ihn also wirklich, oder? Nein, doch nicht. Es ist ein ganz normaler Mond. Oh nein, wie kann das sein? Wir haben doch die Code-Datei von der alten zur neuen Version geupdatet. Schon wieder wird es weiß. Wieso passiert das? Ich habe auf Reddit etwas über die Blitze recherchiert, die wir immer wieder sehen und herausgefunden, dass es etwas mit dem Dark Golem zu tun hat. Eine Kreatur, die erscheinen soll, wenn der Kreuzmond am Himmel ist. Zumindest haben die Spieler das berichtet. Wie genau der Dark Golem ins Spiel kommt, ist allerdings nicht ganz klar. Wir wissen ja nicht mal, wie wir den Kreuzmond entstehen lassen können. Dieser Spieler hier hat ihn sogar entdeckt, also den Dark Golem, und einen Screenshot als Beweis gemacht. Okay, das ist also der Dark Golem, aber ist er echt oder nicht? Ihm zufolge taucht er nur in der Nähe von Dörfern auf. Ich meine, das macht Sinn, denn Golems spawnen auch in den Dörfern. Und dann schreibt er etwas wie, was habe ich getan, um ihn zu erschaffen? Bedeutet das vielleicht, dass er genau wie normale Golems erschaffen werden muss? In diesem Tweet schreibt jemand auf Twitter etwas ähnliches. Er sagt, dass er es auch getestet hat und der Dark Golem zwar in den Dörfern lebt, aber schwer zu erschaffen ist. Er spawnt also nicht einfach so. Wenn das also stimmt, wie können wir den Dark Golem erschaffen? Vielleicht müssen wir etwas mit dem normalen Golem machen. Ich meine, das würde Sinn machen. Wir müssen also zuerst einen Golem finden. Oh, hier ist schon einer. Perfekt. Es könnte also wirklich sein, dass wir ihn in einen Dark Golem verwandeln können, aber wie? Normalerweise können wir ihn heilen, indem wir ihm Eisen geben. Wenn wir ihn also verletzen, füttern wir ihn mit Eisen und dann wird er geheilt. Das ist nichts Neues, aber was wäre, wenn wir ihm statt Eisen etwas Ähnliches geben, damit er sich in einen Dark Golem verwandelt? Wir haben die Weltdatei von Beta 1.8 auf 1.12.2 aktualisiert, also ist das vielleicht in dieser Version möglich. Mir fallen im Moment nur zwei schwarze Blöcke ein, Netherite-Barren und der Schwarzstein. Beide Blöcke wurden erst in der Version 1.16 ins Spiel integriert und können daher noch nicht in der 1.12 vorhanden sein. Okay, das funktioniert also nicht. Vielleicht ein anderer schwarzer Block? Versuchen wir es mal. Nichts passiert. Der Eisengolem verwandelt sich also nicht in einen Dark Golem. Okay, okay. Ist das also alles nur Fake oder wollen uns die Spieler einen Streich spielen? Im Beweisvideo des Spielers gab es ganz am Anfang diese Lichtblitze und dann ging der Kreuzmond am Himmel auf. Als wir die Datei dann auf 1.12.2 aktualisiert haben, tauchten die Lichtblitze wieder auf und es schien, als würde der Kreuzmond in den Himmel steigen. Aber am Ende war es dann doch nur der normale Mond. Und der Dark Golem soll erschaffen werden? Wie genau? Wir wissen es immer noch nicht. Die Lichtblitze, der Kreuzmond und der Dark Golem haben alle etwas miteinander zu tun. Treten die Lichtblitze also auf, bevor etwas Unheimliches passiert? Also wie im Video geht der Kreuzmond zuerst am Himmel auf und zur gleichen Zeit, wenn der Mond nachts oben am Himmel steht, wird der Dark Golem erschaffen. Aber wie können wir den Kreuzmond überhaupt erst ins Spiel bringen? Das hat bis jetzt ja noch nicht geklappt. Die Spieler, die ihn gesichtet haben, haben berichtet, dass man den Dark Golem erschaffen muss. Können
Könnte es sein, dass wir auch das Kreuz erschaffen müssen? Vielleicht bekommen wir nur den Kreuzmond, der den Dark Golem spawnen lässt, wenn wir den Mond heraufbeschwören, indem wir ein Kreuz auf dem Boden errichten. Machen wir das also einfach mit Erde. So, das Kreuz ist fast fertig. Ach so, wir sollten es genauso ausrichten, dass es später in die Richtung des Mondes zeigt. So, und es steht. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das funktionieren wird, aber hey, warten wir mal ab. Okay, ich habe die Nacht und dann den Tag abgewartet, damit der Mond wieder aufgehen kann. Jetzt geht also die Sonne unter und ich hoffe sehr, dass es klappen wird. Das ist die allerletzte Chance. Wenn das nicht klappt, dann dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Okay, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Haben sich unsere Nachforschungen und Bemühungen gelohnt oder ist alles unwahr und die Spieler auf Reddit haben uns nur einen Streich gespielt? Warte, was ist das? Siehst du das? Was ist das? Alles wird weiß. Ach, meine Augen. Man sagt, wenn die Lichtblitze erscheinen, passiert etwas Unheimliches und schaut, der Mond. Wieder einmal tauchen diese Lichtblitze auf. Der Mond geht auf. Ist das jetzt der Kreuzmond? Oh nein, es gibt ihn nicht. Oh mein Gott, was passiert denn da mit meinem Bildschirm? Ach, was ist denn hier los? Hä? Seit wann ist das überhaupt möglich? Und es wird dunkler und dunkler. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ah! Oh. Es hat sich beruhigt, kein Ruckeln mehr und wir können wieder sehen. Warte, was ist das? Oh mein Gott, dort seht ihr das, der Mond, dort am Himmel, das ist der Kreuzmond. Es gibt ihn also wirklich. Es wird wieder weiß, warum denn schon wieder? Ich dachte, das wäre das Ende. Nein, es geht weiter, Hilfe, was ist denn los? Wir müssen in das Dorf, dort soll doch der Golem sein. Ah, der Golem, Hilfe, da ist der Dark Golem. Ist der gefährlich? Was ist hier los? Was soll ich jetzt tun, weglaufen? Oh Mann, Hilfe, alles bewegt sich. Nummer 2. Herobrine ist eine der bekanntesten Mythen in der Minecraft-Community. Seit der Version Alpha 1.0 bis heute, 13 Jahre später, haben Spieler berichtet, dass sie ihn gesehen haben. Um Beweise für seine Existenz zu finden, müssen wir nicht lange suchen. Eine einfache Suche auf YouTube reicht aus, um ein Video wie dieses zu finden, in dem zunächst alles normal erscheint. Stopp, siehst du das? Herobrine ist da vorne zu sehen. Er sieht aus wie ein normaler Spieler, bis auf seine leuchtenden weißen Augen. Und das wurde in einer Version aufgenommen, bevor es Mods oder Befehle gab. Es war also unmöglich, ihn auf eine andere Weise ins Spiel zu bringen und ihn tatsächlich im Spiel zu sehen. Seit 13 Jahren diskutieren Spieler darüber, ob Herobrine echt oder unecht ist. Es gibt nur einige Beweisvideos, die aber auch gefaked sein können. Aber es gibt tausende Spieler im Internet, die Herobrine gesehen haben und darüber berichten. Und das, obwohl Mojang in jeder einzelnen Version behauptet, dass sie den Herobrine entfernt haben. Warum ist der Herobrine also über die Jahre immer wieder aufgetaucht? Woher kam er ursprünglich? Aber noch wichtiger, alles, was man uns in den letzten 13 Jahren über diese Kreatur erzählt hat, war eine Lüge. Lasst uns loslegen und die Wahrheit über dieses Geheimnis herausfinden. Das ist die Minecraft Creepypasta-Seite von Herobrine. Hier finden wir die erste Sichtung von ihm. Und das ist dieser Screenshot. Dieser Screenshot wurde von einem Spieler aufgenommen, der Herobrine schon sehr früh im Spiel vor allen anderen entdeckt hat. Alle anderen Sichtungen kamen nach diesem Screenshot. Aber wer hat dieses Foto überhaupt gemacht und wie genau kam es zu diesem Moment? Übrigens hat der Spieler nicht nur ein Foto gepostet, sondern auch genau erklärt, wie es zu dieser Sichtung kam und was dann geschah. Erst kürzlich habe ich eine neue Minecraft-Welt im Singleplayer-Modus betreten. Auf den ersten Blick sah alles ganz normal aus. Ich begann mit dem Fällen von Bäumen und dem Bau einer Werkbank. Mir fiel auf, dass sich im dichten Nebel etwas bewegte. Ich dachte, es war eine Kuh und so machte ich mich im Glauben an eine neue Rüstung auf die Jagd nach ihr. Aber es war keine Kuh. Was mich anstarrte, war ein Spieler, der den anderen Skin trug. Allerdings waren seine Augen leer. Ich überprüfte sofort, ob ich nicht unglücklicherweise im Multiplayer-Modus gelandet war. Doch das war ich nicht. Der andere blieb nicht lange. Erst schaute er mich an und dann lief er in den Nebel. Ich rannte ihm aus Neugier nach, doch auf einmal war er weg. Ich setzte das Spiel fort, ohne zu wissen, was ich davon halten sollte. Und als ich die Welt weiter erforschte, entdeckte ich Tunnel, die 2x2 Blöcke groß waren. Außerdem fand ich perfekte Sandpyramiden im Ozean und Bäume, bei denen die Blätter fehlten. Das konnte kein Kartengenerator leisten. Ich hatte ständig den Eindruck, den anderen Spieler im Nebel zu sehen. Doch wenn ich mich der Gestalt näherte, verschwand sie. Auch die Erhöhung meiner Sichtweite brachte keinen Erfolg. Oh Mann, Leute, alles, was die Existenz des Herobrines beweisen soll, ist dieser Screenshot. Es kann also gut sein, dass diese Geschichte nicht wahr
klar ist, bis etwas passiert, was diese Geschichte glaubhaft macht. Denn damals berichteten Spieler in den darauffolgenden Tagen von ähnlichen Sichtungen des Herobrines. Vielleicht müssen wir uns dieses Bild also genauer anschauen, um einen Hinweis zu finden, den wir noch nicht entdeckt haben. Zuerst sehe ich, dass kein Nametag über ihm ist, also kann es kein Spieler sein, der da vorne steht. Der Screenshot scheint also echt zu sein, genau wie der Herobrine. Aber wenn die Spieler schon seit 13 Jahren nach Hinweisen auf diesem Bild suchen, die noch eindeutiger beweisen, dass es echt ist, wie sollen wir dann etwas finden? Ich meine, mir ist gerade aufgefallen, dass der Beitrag des Spielers mit dem Screenshot ein weiteres Detail enthält, das hier weggeschnitten wurde. Schaut es euch an, die Version. Hier könnt ihr die Version sehen, in der der Spieler gesehen hat. Wir können doch einfach selbst in dieser Version spielen, oder? Können wir eine solche alte Version, die so scheint, als würde sie zu den ersten gehören, überhaupt herunterladen? Wenn hunderte von Leuten Herobrine in dieser Version gesehen haben, sollten wir das doch auch können, oder? Okay, lass es uns einfach ausprobieren. Und hey, die Version ist sogar verfügbar. Ich melde mich bei euch, sobald ich sie heruntergeladen habe und Minecraft geöffnet ist. Okay, wir sind im Spiel. Das ist die Version Alpha V1.0.16-02. Leute, das ist eine der ersten Versionen im Spiel. Ich vergesse immer, wie unheimlich diese Versionen sind. Alles sieht anders aus und überall ist Nebel. In der Ferne ist kaum etwas zu erkennen und auch die Schatten und Höhlen sind im Gegensatz zu den neueren Versionen pechschwarz. Auch hier können wir gar nichts sehen. Ich werde diese Welt also weiter erkunden, bis ich etwas finde, das auf den Herobrine hinweist und mich dann wieder bei euch melden. Oh Mann, Leute, ich habe jetzt eine ganze Weile hier verbracht und sogar ein Haus gebaut, das in dieser Version dreimal so lange dauert wie in neueren Versionen, weil man halt auch nicht sprinten oder gut sehen kann. Aber nach all der Zeit hier habe ich noch keinen Hinweis auf diese gruselig aussehende Kreatur gefunden. Gibt es diesen Herobrine also nicht? Es scheint so, oder? Sind die Sichtungen der Spieler also alle unwahr? Existiert er in dieser Version nicht? Die Wahrheit ist, dass einige Spieler vom ersten Tag an über den Herobrine gelogen haben. Die Aufnahme, die wir hier sehen, soll die erste Videoaufnahme des Herobrine sein. Der Spieler, der dieses Beweisvideo aufgenommen hat, heißt Copeland. Er soll Herobrine in genau dieser Aufnahme gesichtet haben, die ursprünglich aus einem Livestream stammte. Aber wenn wir uns diese Aufnahme genauer ansehen, erkennen wir schnell, dass er andere Texturen benutzt. Und als er diese Tür öffnet, seht ihr das? Ja, es sieht aus wie der Herobrine. Ist das der Herobrine? Ja, oder? Beim genaueren Hinsehen erkennen wir hier etwas Unnatürliches, denn der Herobrine auf dieser Aufnahme ist keine Kreatur, sondern liegt flach an der Wand. Ach man, Copeland hat also nur ein paar Texturen benutzt, damit der Herobrine an der Wand zu sehen ist. Wahrscheinlich hat er das mit einem Gemälde gemacht, das er mit der Herobrine-Textur ausgetauscht hat. Seit dieser Aufnahme sind einige Jahre vergangen und der Ersteller dieses Videos, Copeland, hat zugegeben, dass man den echten Herobrine nicht in der Aufnahme sehen kann, sondern dass die Kreatur nur auf einem Gemälde zu sehen ist. Heute wissen wir, dass es nicht der echte Herobrine ist und alles eine Fälschung ist, aber die Spieler damals wussten das nicht, denn Herobrine war noch nie auf Video festgehalten worden. Das Video wurde in einem Minecraft-Forum hochgeladen. Die Spieler, die hier gepostet haben, glaubten, dass diese Aufnahme echt war. Das zeigt, dass auch damals schon Beweise sehr leicht gefälscht werden konnten. Könnte es also sein, dass der Original-Screenshot, also das erste Beweisbild überhaupt, auch gefälscht ist? Sogar die Details, die den Screenshot umgeben, deuten darauf hin, dass er doch gefälscht sein könnte. Oder warum gibt es kein genaues Datum, an dem der Screenshot aufgenommen wurde? Vielleicht müssen wir herausfinden, wann genau der Screenshot aufgenommen wurde, um seine Echtheit zu beweisen. Aber wie genau sollen wir das herausfinden? Vielleicht indem wir uns den Bildcode genauer ansehen? Versuchen wir das, indem wir einfach mit der rechten Maustaste auf Untersuchen klicken. Das ist der Code mit allen Informationen zu diesem Bild, das auf der Herobrine-Website hochgeladen wurde. Aber was genau sehe ich jetzt hier? Ist das alles über das Bild oder ist da noch mehr? Was bedeutet das? Oh, wartet! Schaut euch den Link oben an. Seht ihr die Zahlen am Ende? Haben sie vielleicht etwas zu bedeuten? Ich habe jetzt gerade mal im Internet recherchiert, um herauszufinden, was die Zahlen am Ende eines Links bedeuten können und habe erfahren, dass es sich um den Zeitpunkt handeln könnte, zu dem der Screenshot auf der Herobrine-Website hochgeladen wurde. Allerdings sieht die Zahl nicht wie eine normale Uhrzeit aus. Der Grund dafür ist, dass es sich um einen sogenannten Unix-Timestamp handelt. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es gibt ein Online-Tool, mit dem wir die Zahlenreihenfolge einfach in eine Zeit umwandeln können. Damit sollte es also möglich sein, eine Zahl dieser Länge in eine genaue Zeit umzuwandeln, die wir lesen können. Also machen wir das doch einfach mal und als ob, das kann nicht sein. Mittwoch, 11. August im Jahr 2010? Hier ist sogar noch die Uhrzeit. 4.22 Uhr nachmittags. Nein, natürlich 4.22 Uhr morgens. Okay, das ist so seltsam. Warum war er um 4 Uhr morgens auf und spielte Minecraft? Wenn dieser Beitrag also echt ist und diese Unix-Zeit auch echt ist, was sie sein muss, weil ein Computer diesen Screenshot zu einer bestimmten Zeit aufgenommen hat und diese nicht mehr geändert werden kann, dann war es das echte Datum, an dem Herobrine zum ersten Mal gesichtet und aufgezeichnet wurde. Okay, Leute, wir haben es gefunden. Die Zeit, zu der der Screenshot hochgeladen wurde, ist korrekt. Aber es ist immer noch möglich,
angeblich, dass er nicht im Spiel aufgenommen wurde, sondern gefälscht ist. Wir müssen also überprüfen, ob der Beitrag überhaupt echt ist. Ich habe dann im Minecraft-Wiki weiter recherchiert, um zu sehen, ob das, was der Spieler berichtet hat, wirklich wahr sein kann. Oh, und Leute, ich bin auf etwas gestoßen, das ihr nicht glauben werdet. Erinnert ihr euch an die Version, in der Spieler den Screenshot gemacht hat? Angeblich wurde er zum ersten Mal in der Alpha 1.0.16 entdeckt und aufgenommen. Aber diese Version kam am 12. August 2010 heraus und wurde eine Woche später wieder entfernt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das ist genau ein Tag, nachdem der Screenshot gemacht wurde. Zu dem Zeitpunkt, als das Beweisfoto aufgenommen wurde, gab es diese Version also noch gar nicht. Bedeutet das, dass alles, was wir bisher über den Ursprung des Herobrines herausgefunden haben, nicht wahr ist? Der Screenshot? War das die ganze Zeit eine Fälschung? Ich habe weiter recherchiert und herausgefunden, dass es schon vor den ersten Sichtungen etwas gab, das dem Herobrine ähnlich sah. Und hier ist der Artikel, der genauer auf ein mysteriöses Phänomen eingeht, das Spieler gesehen haben. Spieler berichten von unerklärlichen weißen Augen, die in der Dunkelheit auf ihrem Bildschirm erschienen. Am Ende des Beitrags heißt es, dass diese Augen die Inspiration für den Herobrine waren. Wie kann das sein? Könnte es sein, dass dieser Beitrag über die Augen irgendwie mit dem Herobrine zusammenhängt und vielleicht sogar ein und dieselbe Kreatur sind? Ich weiß es nicht, aber wir brauchen endlich einen Beweis dafür, dass das mit den Augen stimmt. Das ist einer der Beiträge, in denen ein Nutzer erwähnt, dass er die weißen Augen im Spiel gesehen hat. Er hat sogar einen Screenshot gemacht und hochgeladen, der die Kreatur und die weißen Augen zeigt. Okay, was denkst du, was die weißen Augen mit dem Herobrine zu tun haben? Ist das ein und dieselbe Kreatur? Sind die weißen Augen eine frühe Version des Herobrines? Sind sie zu einem Herobrine gewachsen? Oh Mann, so viele unbeantwortete Fragen. Aber schauen wir uns erst einmal den Screenshot an. Die Seite, nun ja, geht irgendwie nicht. Die Seite kann nicht erreicht werden. Hä? Ist der Beitrag so alt, dass der hochgeladene Screenshot irgendwie entfernt wurde? Wie alt ist der Beitrag überhaupt? Ah, hier, der Beitrag wurde am 2. August 2011 veröffentlicht. Das sind 9 Tage, bevor der Herobrine am 11. August 2011 zum ersten Mal im Spiel gesichtet wurde. Okay, das würde Sinn ergeben, aber leider wurde das Bild entfernt. Wir können also nicht überprüfen, ob es sich bei diesen beiden Kreaturen um ein und dieselbe handelt. Die anderen User in diesem Beitrag schreiben auch etwas über die weißen Augen und wie sie aussehen. Ich habe mir dann alle Beiträge genauer durchgelesen und bin auf etwas gestoßen, das vielversprechend aussieht und das Rätsel der weißen Augen lösen könnte. Der Beitrag wurde am 1. August 2010 veröffentlicht und beschreibt eine Sichtung mit den weißen Augen. Der Titel? Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich kann nicht zu meinen Minen gehen. Ich kann nichts mehr tun, außer langsam zu versuchen, etwas unter dem gefrorenen Ozean zu bauen. Und das... alles nur wegen 2 kleinen Pixeln. 2 Pixel. 2 weiße Pixel. Ich habe sie nicht einmal selbst gesehen, außer auf Screenshots. Aber ich weiß, dass sie da sind. Sie warten in den Minen. Es beobachtet mich vom Balkon meines Hauses, während ich draußen bin. Ich kann es durch den ständigen Schneefall nicht ganz sehen, aber ich weiß, dass es da ist und dass es mich sehen kann. Die weißen Augen, sichtbar und hörbar in den Geräuschen der Umgebung. Oh Mann, Leute, es wird noch verrückter. Denn der Ersteller dieses Beitrags hat seine Sichtungen tatsächlich auch aufgezeichnet. Schauen wir uns zuerst das Datum an. Es wurde vor 13 Jahren hochgeladen. Das ergibt schon mal Sinn. Am 31. Juli 2010, einen Tag vor dem Bericht des Spielers mit dem Bild, das nicht angezeigt werden kann, und 11 Tage vor der ersten Sichtung und Beweis-Screenshots des Herobrines. Eine Sichtung am 31. Juli wäre also der älteste Beweis, den es gibt. Kann das wahr sein? Ich meine, es ist so dunkel, ich kann hier nichts sehen, aber hört mal! Das ist eine Höhle in der Alpha-Version. Oh Mann, wie gruselig diese Geräusche sind. Schaut mal hier, unten links, ganz schwach. Kannst du hier 2 weiße Augen sehen? Die strahlend weißen Augen des Herobrines, der sich in der Dunkelheit versteckt. Es ist nicht leicht zu erkennen, aber es sind ganz klar Augen. Kann es also wirklich die erste Sichtung des Herobrines sein? Schauen wir uns an, was die Spieler in den Kommentaren dazu sagen. Hier werden alle möglichen Theorien aufgestellt, aber viele spekulieren, dass es sich um einen Minecraft-Bug handelt. Ein Glitch, ein Fehler im Spiel, der nur den Anschein erweckt, dass es 2 Augen sind. Stattdessen sind es nur 2 Pixel. 2 Pixel, die aus der Dunkelheit herausleuchten und nicht die weißen Augen einer Kreatur sind, sondern einfach nur ein Bug. Den Herobrine gibt es also nicht, oder? Okay, lasst uns ins Spiel gehen und uns in eine dunkle Höhle begeben, genau wie der Spieler im Video. Wenn es ein Bug ist, den die Spieler in dieser alten Version bemerkt haben, dann sollten wir auch 2 gruselig weiß leuchtende Augen wie sie in den dunklen Höhlen sehen. Okay, aber siehst du hier unten schon was? Ich habe noch keine weißen Augen gesehen. Vielleicht, weil es noch so hell ist. Okay, die Fackeln stehen noch auf dem Boden und erhellen die Höhle. Wir werden
werden sie alle entfernen. Vielleicht sehen wir sie dann. Okay, ist es jetzt dunkel genug? Oh Mann, ist es das schon? Okay, aber es gibt hier keine Augen. Ich sehe sie nicht, oder doch? Sie waren gerade noch da, oder irre ich mich? Oh Mann, Leute, alles ist so dunkel. Waren das die Augen? Ich bin mir nicht sicher. Waren es zwei Punkte? Waren es die Augen einer Kreatur? Sie sahen nicht wie die Augen des Herobrine aus, eher wie Pixel. War das jetzt ein Bug? Oder waren es Augen? Okay, Leute, ich habe weiter im Internet recherchiert und herausgefunden, dass diese weißen Punkte eigentlich Renderfehler oder Glitches waren, die bis zur Version 1.16 im Minecraft-Code versteckt waren. Also, es ist alles wahr, Leute. Die weißen Augen, die wir gesehen haben, waren in Wirklichkeit nur weiße Punkte, die in der Dunkelheit auftauchen. Dieser Bug ist sogar auf der Mojang Studio Developer Website zu finden. Dort steht, dass er erst in Minecraft Version 1.8 gefunden wurde, also Jahre später. Es wird behauptet, dass der Bug direkt in der Version 1.8 behoben wurde, obwohl Spieler nach dieser Version von Sichtungen berichten, und Mojang selbst den Herobrine wiederholt entfernt hat. Alles nach der 1.8. Sind die weißen Augen also nur ein Glitch und bedeuten sie etwas Unheimliches oder gehören sie sogar zu einer Kreatur wie dem Herobrine? Nachdem wir 13 Jahre lang belogen wurden, könnte es sein, dass der Herobrine durch die weißen Augen erschaffen wurde oder ein Teil des Herobrines ist? Aber was noch erschreckender ist, dass es nach all den Jahren immer noch unbeantwortete Fragen gibt. Kann der Bug wirklich Herobrine sein oder haben es die Spieler nur gefaked? Leute, lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Was hat es mit dem Herobrine auf sich? Oder habt ihr ihn sogar schon einmal zu Gesicht bekommen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare.